Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ich habe gerade ein Riesenschachturnier in München gespielt und bin jetzt hoffentlich voll im Turniermodus, um euch möglichst viel in möglichst kurzer Zeit beizubringen, so wie es hier so das Programm ist am Brett skandinavisch, weil ich hier versuche, ein bisschen mehr Partien zu kriegen, damit ihr dann eine gute Waffe habt für euer Schach. Am Brett jetzt Springer C3 in dieser Stellung. Ich kann euch schon mal sagen, dieser Zug ist nicht besonders bedrohlich. Und wir haben hier eine größere Menge an Möglichkeiten, die man spielen kann. Ich nehme jetzt hier mal auf E4 raus. Springer schlägt. Und wer jetzt wirklich auf den Dame D8 Skandinave bestehen möchte, könnte Dame D5 spielen und auf Springer C3 die Dame wieder zurückziehen. Das machen wir nicht. Wir spielen jetzt hier Springer F6 und gehen jetzt in eine Bauernstruktur auf den Tausch, die man aus dem Karo-Kahn kennt. Aus einer speziellen Variante kann ich gern gleich danach zeigen. Schwarz-Weiß möchte das nicht, spielt Springer G5. Das ist jetzt nicht besonders bedrohlich, wird einfach angegriffen, zieht weg. Und warum habe ich jetzt H6 gespielt? Nur aus dem Grund, dass ich nicht will, dass dieser Springer nach F3 kommt. Und dieses Feld F3 ist jetzt, ja, also der Springer steht hier nicht gut, weil er dem anderen das Feld nimmt. Und das ist hier so meine Meinung zu dieser Stellung. Ich spiele Läufer G4, heißt der Läufer kommt auch noch raus aus der Bauernkette und fesselt diesen Springer, der jetzt schon so viel Tempi verloren hat, auch noch, und wir sind einfach besser entwickelt. So, deswegen glaube ich, ist die Stellung hier, also wir stehen natürlich nicht auf Gewinn, aber wir haben unsere Eröffnungsziele erreicht. Okay, E6, damit der Läufer rauskommt. Das H6 verträgt sich auch ganz gut mit Läufer G4, dann nach H3, Läufer G5, G4, Läufer, genau das, Läufer G6, also G4, Läufer G6, jetzt genau diese Stellung, Hammer, verhindert H6, dass der Läufer abgetauscht wird. Hier könnte, also gegen den Springer, hier könnte Weiß Springer H4 spielen. Normalerweise, wenn der Bauer noch auf H7 wäre, würde das Läuferpaar gewinnen. Jetzt nach Läufer D3 freue ich mich, weil jetzt kriege ich für meinen in so einer Struktur meist problematischen weißfeldrigen Läufer auch noch einen Läufer des Gegners. Okay, Dame schlägt D3 und jetzt fange ich an, in der Stellung kurz mal ambitioniert zu überlegen, weil ich einfach denke hier, dass also Weiß ein bisschen Zeit verloren hat, ob wir nicht schon C5 spielen können. C5 wäre schon ein Statement, so früh statt C6 C5 zu spielen. Auf C5 zum Beispiel Bauer schlägt, würde ich sagen, einfach Damen tauschen, Bauer schlägt zurück, wir nehmen mit dem Läufer auf C5 und haben sogar die bessere Bauernstruktur. Das macht nicht so viel Sinn für Weiß zu nehmen. Auf C5 vorbeiziehen, nehmen wir den Bauern einfach raus. Auf C5, C3 tauschen wir auch, machen Gegner entweder Isolani-Struktur oder tauschen noch weiter ab, was auch in Ordnung ist in der Stellung. Auf C5, Dame B5, kritischer Zug wahrscheinlich. Schach und Rot B7 können wir mit der Dame dazwischen gehen und decken auch alles ab. Das sieht für mich ganz gut aus, deswegen spiele ich hier C5. Ich weiß jetzt nicht, wie Weiß das auf die Schnelle ausnutzen kann. Also deswegen spiele ich diesen Zug. Ich hoffe, dass ihr versteht, warum der ambitioniert ist, weil normalerweise in diesem System ist es zu offen, jetzt hier so schnell im Zentrum aktiv zu werden. Aber hier sieht es ganz gut aus. Wenn euch das gefällt, was ich mache, dann bitte erleichtert mir das Leben und liked das Video und abonniert den Kanal. Seit einigen Monaten geht es ein bisschen bergab so mit dem YouTube-Algorithmus. Wenn ihr mir sagen könnt, warum, sehr gerne schreibt es rein. Ich versuche die Qualität andauernd zu erhöhen und werd auch wieder neue Sachen ausprobieren. Aber auf jeden Fall könnt ihr euer Bestes geben, indem ihr einfach abonniert und liked oder kommentiert. Würde mir auch helfen. Okay, C5, Springer E2, okay, jetzt hier, der Springer muss ja irgendwie raus. Ob Weiß jetzt noch kurz rochieren will nach dieser Aktion, hier weiß ich auch nicht. Ja, hat sich bei uns nicht so viel geändert. Einfach Springer C6, wieder selbe Situation. Nehmen ist immer noch schlecht wegen Damentausch und Läuferschlägt. Dann sind wir fertig entwickelt und haben die bessere Struktur, machen wahrscheinlich nach langer Rochade auch ziemlich Druck auf den Isolani, auf die 3. Das sollte Weiß nicht tun. Ich glaube, Weiß sollte hier einfach auch Läufer rausbringen, E3, F4, sowas. Ja, und eigentlich einfach ausgeglichene Stellung, aber halt wirklich ein stabiler Ausgleich. Ich habe hier lieber Schwarz aufgrund dieser also ein bisschen geschwächten Struktur hier am Königsflügel, aber ist bestimmt kein Problem. Aber wir haben also alles erreicht, was wir erreichen wollen. Und das ist schon ein Hammer, wenn man das hinkriegt mit Schwarz, mit so einer Öffnung, wo man so wenig Theorie braucht. Deswegen auch hier, also nochmal, das ist so, das möchte ich, dass ihr das versteht, warum wähle ich diese Eröffnung Dame D8 Skandinave. Immer sage ich das, es ist nicht die Eröffnung. Wenn ihr sagt, ich investiere meine Zeit, die ich habe, um Schach zu lernen, jetzt
in ein Profi-Repertoire, dann ist es in meinen Augen, ja, ist, jeder sollte das machen, was am meisten Spaß macht. Aber wenn man jetzt auf reine Schachverbesserung geht, macht es auf einem Level, sagen wir mal, von unter 2000 einfach keinen Sinn, weil man die Zeit viel besser, außer man kann einmal eine Variante sehen, hat sie sich sofort gemerkt, dann ist es was anderes. Aber bei mir wäre es nicht so sinnvoll gewesen, weil ich finde, man muss Rechnen erlernen. Und dann ist so eine super leichte Variante wie Dame D8, es kann ihn aber ganz praktisch, weil es ist übersichtliche Theorie. Wobei auch dagegen spricht, gegen das, was ich gerade gesagt habe, ist, dass man mit dem Dame D8-Skandinaver nicht so aktive Stellung kriegt, in den man auch dazu gezwungen wird zu rechnen. Deswegen mit Vorsicht genießen. Aber wer Lust hat auf wenig Theorie, da ist es auf jeden Fall ein cooler Trick, hat mir sehr viel gebracht. So, Springer C6, ich weiß nicht genau, woran Weiß überlegt. Okay, Dame B5, das ist schon mal ein Zug, also aktiver Zug, glaube ich nicht dran, weil, also, warum sollte Weiß jetzt aktiv spielen, bevor Weiß fertig rochiert hat? Kleines Beispiel, wie unproblematische Stellung ist, sieht man nach Dame A5 Schach. So, aber wir schauen mal, ob wir was Besseres haben. Der Springer hier ist tendenziell nicht gedeckt. Das heißt, Dame D5 ist ein Drohzug, droht den zu nehmen. Dame D5 kommt zum Beispiel, Dame schlägt B7, stellt, glaube ich, eine Figur ein nach Turm B8. Dame muss ziehen und wir nehmen den Springer raus, also auf Dame D5. Ja, drohen wir massiv was. Der Springer muss, denke ich, gedeckt werden, muss die Dame vielleicht wieder zurück. Weil Springer G1 Alternative sieht auch nicht schön aus, dann hängt hier auch D4. Und auf Dame G zurück können wir aber eventuell auch hier fressen. Ja, also Dame D5 sieht ganz gut aus. Spiele ich jetzt auch. Oder Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge hier schlagen. Zum Beispiel dieser Springer schlägt, dann ist das Problem ein bisschen gelöst. Ich spiele hier Dame D5. Hab keine Angst vor Dame schlägt B7. Ganz kurze Variante, einfach Turm B8. Die Dame muss ziehen. Könnte auch nach C7 gehen oder nach A6. Auf C7 fange ich sie vielleicht sogar. Mit Läufer D6, aber das ist für uns hier gerade nicht relevant. Relevant ist nur, egal wohin die Dame zieht, nehme ich dann einfach den Springer. Alles ist gedeckt und es gibt keinen Schach. Das heißt, in der Stellung hier nutzen wir gerade auch dieses H3, G4 aus. Das ist strategische Schwächung. Strategische Fehler führen meistens auch zu Taktiken in Partien. Das ist dieser Zusammenhang, den man verstehen sollte, warum man Strategie studieren sollte. Weil H3, G4 spürt Weiß nicht, wenn er den spielt. Das ist taktisch dann kein Problem. Gewinnt sogar Tempi. Aber irgendwann fällt einem das auf die Nase, wenn hier hinten überall Felder sind, die nicht mehr von Bauern gedeckt werden. Schwache Felder. Und ja, auch könnte man mal daran zum Beispiel Linien öffnen mit H5 als Beispiel nur so. Deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein und konkret wissen, in welchen Stellungen man so viel mit den Bauern zieht und in welchen nicht. Genau. Also ich denke, der beste weiße Zug ist bestimmt Dame D3. Boah, wobei Springer C, Springer B4 greift die Dame an. Ja, das ist auch ganz cool. Wobei, dann gibt die Dame Schach. Okay, dann bringt Springer B4 wahrscheinlich nicht so viel auf das Schach. Wobei, wir können dazwischen ziehen und dann hängt C2 und es hängt F3. Ja, okay, schwierige Stellung. Also rechnen wir mal mit Springer E, G1, damit wir schon mal was Sinnvolles hier machen, während Weiß am Zug ist. Auch Springer E, G1. Also wir könnten zum Beispiel den Bauern nehmen, nur als Idee. Dann Dame schlägt, Springer schlägt. Okay, Dame D3 kommt, wir müssen nicht mehr dran rechnen. Hier Drohzug C4, Drohzug Springer B4. Andere Drohzüge, die jetzt so forcieren sind, sehe ich nicht. Schlagzüge sollten wir aber zuerst rechnen. Hier schlagen, Dame schlägt, macht keinen Sinn. Springer schlägt zum Beispiel. Springer schlägt, Bauer schlägt. Gute Stellung, weil auf Dame schlägt, hängt der Springer. Also wir gewinnen hier, glaube ich, einen Bauern, wenn wir jetzt mal, oder wir schlagen zum Beispiel zuerst mit dem Bauern. Sehr attraktiv. Auf Springer schlägt, Springer schlägt, Dame schlägt, hier gewinnen wir eine Figur. Also auf Bauer schlägt, darf nicht mal genommen werden. Hammerstellung, sehr, sehr gut, müssen wir uns merken. Drohen übrigens auch Springer B4. Wenn wir direkt Springer B4 spielen, was mir auch ganz gut gefällt, auf den ersten Augenblick, aber Dame B5 verdirbt ein bisschen den Spaß. Springer D7, so steht's dann. Springer auf B4, Dame gibt Schach, also Springer D7 dazwischen. Schwarz am Zug muss diese Drohung hier parieren auf C3 und muss auch den Springer decken. Springer kann dann nicht mehr gedeckt werden, der kann aber nein, der kann auch nicht ziehen, weil der Turm hängt. Boah, ich glaube, hier haben wir die Qual der Wahl. Sieht alles sehr, sehr stark aus. Springer, also hier, Bauer schlägt, wir gewinnen direkt einen Bauern. Aber ich glaube, Springer B4 ist hier noch attraktiver. Wir können mal kurz überlegen, was kann Weiß noch machen auf Springer B4, außer das Schach zu geben, was sehr schlecht ist, weil danach verliert man direkt. Weiß muss auf dem Bauern draufbleiben, also und auf dem Springer. Also bleibt nur Dame C3. Und auf Dame C3, wenn wir dann auf D4 nehmen,
kommt Springer schlägt und im Gegensatz zur Stellung davor steht unser Springer schon auf B4 und wir können nicht mehr nehmen. Also, ja, okay, wenn wir jetzt schlagen und Läufer D2 kommt, haben wir halt einen Bauer mehr, die Stellung ist gewonnen. Springer B4, damit C3, nochmal ganz kurz diese Stellung anschauen, weil es sieht schon also verlockend aus. Aber ich sehe in der Stellung, okay, wir könnten mit Schach schlagen, die Dame schlägt, den Springer nehmen. Ja, Hammer, aber ich nehme trotzdem hier. So, das war jetzt schwierige Entscheidung zwischen zwei guten Varianten zu unterscheiden, ist schwierig, aber Vorsicht, das ist nicht unwichtig. Man denkt das, so purer Luxus, aber nein. Also wenn man auch zwei gute Varianten hat, sollte man trotzdem sehr viel Zeit daran investieren, die bessere zu finden, weil häufig zum Beispiel landet man in einer klar besseren Stellung oder der Gegner kann sie noch verteidigen. Das heißt, macht dann doch zwischen einem halben Punkt aus oder manchmal einem ganzen Punkt. Hier, glaube ich aber, haben wir jetzt einen gesunden Mehrbauern. Also der Bauer kann nicht genommen werden. Wir haben Springer B4 im Petto. Und dann auf Springer B4 funktioniert Dame C3 nicht mehr, weil der Bauer deckt. Also denkt mal, weiß vielleicht, okay, Rochade. Also, sieht auch gut aus. Also sieht aus wie jetzt ein Zug, der nicht sofort verliert. Und jetzt sollten wir gut überlegen. Auf Springer B4 kommt Dame schlägt zum Beispiel. Aber dann nehmen wir auf C2, zum Beispiel Dame schlägt, Springer schlägt, wir haben zwei Bauern mehr. Springer B4, nee, ein Bauer, weil wir wieder einen verlieren. Okay, das ist nur ein Bauer. Springer B4, Dame schlägt, können wir aber den Springer nehmen. Springer B4, Dame bleibt auf dem Bauern, zum Beispiel Dame D2. Okay, aber das macht nicht so viel Sinn, glaube ich, weil unser D-Bauer auch ein bisschen geschwächt wird und der Springer wird dann auch wieder weggekickt. Wir sollten mal unsere Entwicklung beenden. Also den Läufer entwickeln. Das Problem ist ein bisschen dieser Bauer. Deswegen spiele ich Läufer. Na, hier geht es bestimmt was Besseres. Also so H5 zum Beispiel lockt mich auch sehr, bin ich total ehrlich. Direkt angreifen, aber man muss sich da manchmal dazu disziplinieren, einfach so einen Zug zu spielen. Weil wir haben einen Mehrbauern, das ist, reicht wahrscheinlich, so ein zentraler Mehrbauer. Deswegen einfach auf sicher spielen, letzte Figur entwickeln, den erstmal decken, dann rochieren, kurz oder lang. Sieht beides attraktiv aus. Und dann haben wir eine sehr, sehr solide Stellung. Deswegen da häufige Fehlerquelle. Auch bei mir früher viel mehr, mittlerweile nur noch sehr wenig, aber auch ab und zu noch, dass man hier in so einer Stellung jetzt vergisst, was wesentlich ist, nämlich Läufer rausbringen und kurz rochieren. Okay, was will Weiß hier? Diesen Läufer auf jeden Fall rausbringen, sagen wir mal nach F4, ein aktives Feld. Ja, zum Beispiel sowas wie Springer Dame E4 ist auch ganz cool mit der Idee vielleicht zu tauschen, aber ich glaube eigentlich egal, was Weiß hier macht, wird rochiert. Auf Rochade, dann zum Beispiel kurze Rochade, könnte G5 interessant werden, dann zum Beispiel schlägt. Springer schlägt, Weiß kriegt ein bisschen Angriff. Also es funktioniert natürlich nicht, wenn unser Turm hier noch steht, wenn wir nicht rochieren. Wenn wir mal überlegen, ob wir lang rochieren, was dafür spricht, der Turm kommt auf die D-Linie und wir können am König angreifen. Also sehr viel. Was spricht so dagegen? Naja, wir haben eigentlich eine Stellung mit kontrolliertem Vorteil und in solchen Stellungen, übrigens hier D4 auch Idee, in solchen Stellungen, wo wir so einen kontrollierten Vorteil haben, nämlich Mehrbauer plus Zentrum plus geschwächte Königsstellung des Gegners, dann sozusagen in eine andere, also gegenseitige Rochade-Richtung zu starten. Also wenn wir in unterschiedliche Richtungen rochieren, bedeutet das auch, dass das Spiel an Schärfe gewinnt und dass der Gegner vielleicht noch Chancen hat, wenn er auf Königsangriff geht, weil es ja unterschiedliche Rochadenrichtungen sind. Deswegen kann er mit den Bauern laufen, wenn es gleich sind. Kann er auch, aber dann schwächt er sich selbst. Genau. Aber trotzdem ist lange Rochade hier, glaube ich, deutlich attraktiver. Dann steht der eine Turm auf D. Wir könnten dann den anderen auch nach E stellen und unsere Bauern laufen lassen, weil wir haben zwei zentrale Bauern, Weiß gar keinen. So, das sind meine Gedanken hier zu der Stellung. Dame B3, das ist ein Statement, dass Weiß hier sagt, ey, ich habe zwar einen Bauern mehr, und zwar einen gesunden Mehrbauern haben wir hier, und dass Weiß trotzdem sagt, ich möchte jetzt die Damen tauschen. Ich habe nichts, ich habe also wirklich gar nichts gegen Damentausch und ich muss hier auch gar nicht im Königsangriff gewinnen mit dem Bauern, wenn jetzt die Damen vom Brett sind. Es ist ein Spiel auf ein Tor, deswegen rochiere ich hier entspannt zur Seite, aktiviere den Turm und ja, vielleicht hätte man jetzt auch irgendwie Damen am Brett lassen können, aber ist wirklich unnötig in so einer Stellung jetzt hier die Damen am Brett zu lassen. Wir können hier gleich mit E4 pushen.
Also trotzdem, also ich bin optimistisch und man hört es wahrscheinlich auch raus, aber wichtig, 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 wir müssen versuchen, diesen Vorteil solide zu verwerten. Da muss ich mich auch selbst an die eigene Nase fassen, es wäre nicht das erste Mal, dass so eine Stellung hier auf dem Kanal dann noch kaputt geht. So, auf Dame schlägt, wie schlagen wir zurück? Das ist eigentlich die wichtigste Entscheidung, die wir hier treffen müssen, weil damit können wir uns Zeit sparen. Springer oder Turm, sieht beides verlockend aus. Okay, müssen wir hier noch nicht entscheiden. Springer G3, jetzt könnten wir selbst Dame tauschen. Zum Beispiel A schlägt zum Zentrum hin, sieht logischer aus. A7 ist aber durch Läufer und Springer gedeckt, kein großes Problem. Und dann könnten wir zum Beispiel E4 spielen. Springer zieht, hat nicht so tolle Felder, muss wahrscheinlich nach hinten und wir spielen den nächsten Turm dahinter. Das wäre eine Option. Dieser Springer hier will nach F5. Das ist, glaube ich, Fakt, weil der auch nach G7 will. Wenn wir G6 aber spielen, ein Zug, der mir sehr gut gefällt, dann ist der Turm erstmal an den Bauern gebunden. Das ist einfach hier ein kleines Charakteristikum in der Stellung, was man nicht unterschätzen darf, aber gut, ich spiele den Zug trotzdem. G6 und dann eventuell H5, also dieser Läufer hier hat gerade an Wert gewonnen, weil er unseren Turm bindet und wir können auch sehr schlecht in der Stellung dann H5 spielen, wegen Läufer G5. Bestimmt kein Weltuntergang wegen Läufer E7, aber es ist ein bisschen unnötig, weil den kriegen wir nicht mehr dort vertrieben. Das heißt also, wir haben uns hier ein Problem geschaffen, aber ich glaube, es ist viel kontrollierter, als wenn wir den Springer hier reinkommen lassen. Okay, Turm E1. Ja, wir können jetzt eben nicht Turm H8 spielen, weil der Bauer hängt. Oder wir könnten schon, aber glaube ich, ist nicht so stark. Okay, wir müssen uns um diesen Bauern kümmern. Okay, wir spielen ganz solide. Wir tauschen einfach die Damen ab und spielen Springer D7. Dann kommt Springer E4. Okay. A6, das gefällt mir nicht mit dem gegnerischen Läufer, aber denk daran, wir haben alle unsere Leichtfiguren raus. Dieser Läufer steht auch noch auf der Grundreihe. Also wir haben hier schon auf jeden Fall so statischen Vorteil, jetzt müssen wir es noch in dynamischen umwandeln. Der Zug D3 ist interessant, Bauer schlägt, Turm schlägt, dann haben wir einen sehr aktiven Turm und unsere Struktur ist zwar leicht schlechter, aber ich meine, E5 hängt. Okay, ich spiele diesen Zug hier, auch wenn es mir nicht gefällt, der D-Turm stand sehr schön hinter diesem Bauern, aber ich muss diesen hier decken, das ist ziemlich wichtig und den H-Turm wollte ich jetzt nicht nehmen wegen dem H6-Bauern, also nehme ich den D-Turm und schön ruhig spielen. Also wir müssen jetzt hier wirklich nichts übertreiben. Okay, jetzt spiele ich aber den hier, vertreibt den Springer. Springer muss jetzt auf ein sehr passives Feld oder er geht nach H4, auf H4 hat er dann kein Feld mehr, dann würde ich mal langsam drüber nachdenken, wie man den fangen kann. Springer geht nach H2. Übrigens, glaube ich, man konnte ihn wahrscheinlich nicht fangen. Springer geht nach H2. Jetzt könnten wir uns dann mal H5 überlegen. Stellt dann nicht mehr in die Fesselung rein. Erstmal der Drohzug E3. Bauer schlägt. Läufer muss ziehen. Zum Beispiel Läufer C3. Sehr schönes Feld. Dann haben wir einen Schach mit dem Bauern, in dem wir einfach vorziehen, aber mehr auch nicht. Also das ist eine schöne Möglichkeit. Das sieht auch toll aus, aber glaube ich, ist sie aktuell noch nicht zu zielführend. Ja. Okay. Ah, das. Doch, es geht. Nerv hier mal mit Springer B4. Ein sehr aktiver Zug. Droht hier einfach mal eine Gabel. Wenn der Bauer vorzieht, spielen wir eine Gabel trotzdem. Und die Idee ist, auf also Läufer schlägt, würde ich mit dem Läufer zurücknehmen, mit Tempo auf den Turm. Und deswegen hängt A7 nicht. Der Turm zieht wahrscheinlich und dann würde ich den Läufer wahrscheinlich, war aber zumindest mein ursprünglicher Plan, wieder zurückstellen. Wobei A6 sieht ein bisschen logisch aus. Warum sieht A6 logisch aus? Weil der Läufer hier eigentlich ziemlich gut steht. Der nimmt dem anderen Turm das Feld E1, da würde er eigentlich sehr gerne hin. Der wird jetzt wahrscheinlich nach D1 ziehen. Und ja, okay, wir müssen aufpassen. Großes Zentrum heißt wirklich auch große Verantwortung, dass uns das jetzt nicht zusammenklappt. Läufer C5, decken. Ja, dieser Turm ist passiv, aber jetzt, wo der andere Läufer abgetauscht ist, kann er sich wieder bewegen. Das heißt, ich ziehe gleich mal einen Turm nach vorne und dann entweder nach E oder D1 und dann können wir versuchen, unseren Mehrbauern hier umzuwandeln. Wir haben übrigens auch noch einen Läufer, das ist auch ein Vorteil in so einer offenen Stellung, Läufer gegen Springer zu haben. Die Läufer können einfach mehr, haben mehr Felder,
längere Reichweite. Nur wenn die Stellung blockiert ist, sind die Springer stärker, weil die können Felderfarbe wechseln und über andere Figuren drüber springen und sich super einnisten in so Vorpostenfeldern. Aber hier freuen wir uns über den Läufer sehr. Okay, Turm DE1 ist jetzt dreimal drauf. Entweder ziehen wir vor. Bauer schlägt, Bauer schlägt. Der wird aber anfällig. Ich glaube, da lasse ich mich lieber dazu zwingen. Spiele nochmal den anderen Turm nach E8. Jetzt auf F3 freue ich mich, dann ziehe ich vor. Kommt aber nicht, es kommt Springer HF1. Okay, dann fragen wir mal hier. Läufer B4, Turm, was machst du? Turm geht nach D1, greift den Bauern wieder an. Okay, decken wir den wieder. Der Turm wahrscheinlich wieder zurück. Wenn nicht, freue ich mich, dann ziehe ich nämlich meinen Springer und im nächsten vielleicht den Bauern oder irgendwie kann ich auf jeden Fall meine Figur bewegen, weil der Gegner hat ja Druck auf unserem E-Bauern. Also ich glaube schon, dass Turm E1 hier ein sehr logischer Zug ist. Und okay, B4, auch spannend. Bauernopfer auf Nehmen kommt, Turm schlägt. Nehme ich jetzt nicht raus, spiele deswegen Läufer B6. Wir können unseren König aktivieren, wahrscheinlich hier auch gut nach B5, aber aufpassen, wenn er nach D geht, kommt C3. Und Stellung ist natürlich sehr gut. Wir spielen auf Sieg. Das macht immer Spaß, auf Sieg zu spielen, aber die sieht schwierig aus. Also auch schwierig zu verwerten, weil wir hier. Also ich glaube, sie ist gewonnen, aber. Also das glaube ich ernsthaft. Ich glaube, die ist nicht nur klar besser, sondern ich glaube, die ist gewonnen, weil wir einfach zu viele Plusse haben in der Stellung und auch einen Mehrbauern. Okay, jetzt hier viermal drauf. Jetzt werden wir dazu gezwungen, den zu spielen. Was nicht schlecht ist. Also ich ziehe den hier ganz gerne vor. Jetzt auf Bauer schlägt, ist nur die Frage, wie wir ihn nehmen. Sehr wichtige Frage. Auf Turm schlägt E3, können wir Türme tauschen. Auf Bauer schlägt. Bauer schlägt, hängt der Springer, aber wir können nicht nehmen wegen der Fesselung. Also einmal glaube ich auf jeden Fall tauschen, weil dann deckt der Springer den hinteren Turm. Aber ich glaube, dass wir sehr große Schwierigkeiten haben werden, diesen Bauer hier zu halten. Also auf Bauer schlägt, weiß auch nicht woran, weiß überlegt, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ja, okay, also ist wirklich schwierig, weil ich glaube, auf Bauer schlägt, wir schlagen mit dem Turm. Turm schlägt zum Beispiel, Bauer schlägt, Springer C4 oder auch nochmal Türme tauschen, immer Springer C4, hängt hier dieser Bauer oder greift die Bauer den Läufer an, aber ja, Springer D5, also ich bin ja am Rechnen, ich will diese Partie unbedingt gewinnen, ich will ja auch nicht nur Remis, ich hoffe, ihr versteht mich da und seid auch eher so Kämpfernatur und habt hier vielleicht auch schon ein bisschen was mitgenommen, wie man an Partien rangeht, auch wenn der Gegner jetzt ein bisschen mehr Elo haben würde, was er nicht hat, dann wäre es auch wichtig, auf Sieg zu spielen. Okay, Springer C4. Verstehe ich noch nicht ganz. Ich schlage zum Beispiel. Turm schlägt. Schlage ich. Hol mir eine Dame. Achso, Turm schlägt mit Schach. Verstehe, das ist der Witz. Turm schlägt mit Schach. Okay, das macht die Sache ein bisschen ja, unerfreulicher. Okay, Springer C4. Jetzt sollten wir uns beeilen. Springer D5 sieht logisch aus. Gehen einfach nochmal drauf. Und ich schlage hier eigentlich auch ganz gerne. Ah, wir drohen auf Springer F4. Okay, das ist ganz gut. Kurz rechnen auf Springer B6, ob wir vielleicht dieses Zwischenschach haben. Okay, müssen wir nicht mehr rechnen. König F3. Okay, aber jetzt bin ich hier so und nehme mir einfach den Bauern. Jetzt muss ich mir deutlich weniger Sorgen machen, was hier im Zentrum passiert, weil ich gerade einen Bauern gewonnen habe. Das heißt, ich kann auch wieder einen abgeben und habe immer noch einen gesunden Mehrbauern. Und das ist so glaube ich, also ist es nichts wie Weiß gespielt hat. Weiß hat jetzt nämlich zwei Bauern weniger und glaube ich, gewinnt auch keinen mehr, weil auf Schlagen tauschen wir Türme. Schach. Turm schlägt, schlagen wir nochmal. Tauschen also nochmal, Bauer schlägt, auf König schlägt, nehmen wir mit Schach. Und haben wirklich zwei Mehrbauern an beiden Flügeln einen Freibauern zum Bilden. Okay, deswegen C3. Jetzt haben wir aber die Qual der Wahl. Wir können entweder Springer C3 spielen und erstmal temporär den decken. Weiß ich aber nicht, ob das hält. Wir könnten auch Springer D3 spielen. Das sieht mir ein bisschen aktiver aus. Wobei, weiß ich auch nicht genau. Okay, ich versuche mich einfach mal an den Bauern festzuhalten und weiß zu sagen, ey, wenn du den haben willst, tausch zum Beispiel Springer. Freue ich mich über einen Springertausch. Okay, C4 ist aber natürlich gut.
weil C4 wahrscheinlich einen Bauern gewinnt, wollte ich sagen, aber glaube ich nicht. Nach König schlägt E3, König C5. Kriegen wir hier wieder einen? Ah, nee, aber dann es kommt jetzt hier Springer E4 Schach. Okay, spannende Stellung. Ich meine, wir haben einfach mehr Material, deswegen glaube ich, also spielen wir hier ziemlich eindeutig auf Sieg. Okay, das war komisch, warum hat er nicht genommen? Okay, Springer E5, hochkonzentriert. Springer-Endspiele sind schwer zu rechnen. Sagen wir, wir spielen A5. Ist für mich, finde ich, der logischste Zug. Okay, da kommt Springer-Schach, Bauer hängt. Okay, wie wär's, wir fangen mit B5 an. Schlägt A5. Hier A4, da schlagen wir zum Beispiel, läuft der nächste Bauer. Okay, das mache ich. Sieht riskant aus, hier jetzt Bauern fallen zu lassen. Aber ich glaube, wir haben ja einfach sehr, sehr schnelle Bauern auch auf unserer Seite. Es kommt jetzt hier wahrscheinlich H4. Und jetzt müssen wir überlegen, auf H4, A4, G5 zum Beispiel. A3 schlägt, wir laufen, läuft, schlagen. Da und Dame, das reicht nicht. Wir brauchen wahrscheinlich unseren Springer. Okay, ich mache trotzdem A4. Hab eine Idee, also auf Schlagen wird jetzt der Bauer vorbeilaufen, denke ich, sonst ist es viel zu langsam. Und ich habe aber immer die Möglichkeit, also ich laufe noch einmal, habe immer die Möglichkeit, das hier in Schach zu geben und dann Springer F6 zu spielen. Und das wird die Partie einfach entscheiden, weil wir halten den Bauern auf und holen uns selbst eine Dame. Springer F8. Dieser hier. Laufen wir. Schach, ein kleines Racheschach noch, dann ziehen wir den König und dann lässt sich nicht verhindern, dass wir uns zur Dame holen. Schöne Partie, wirklich schöne Partie. Ich gehe übrigens nicht nach C2 wegen dem Schach, wäre wahrscheinlich auch noch gewonnen, aber hier haben wir es sehr solide verarbeitet. Also, war eine coole Partie. Danke Andreas Leonberg und ich hoffe, ihr habt viel gelernt und wir alle sehen jetzt zusammen dieses spannende Spiel. Vielen Dank. So. E4, D5, Springer C3, schlagen, schlagen und Springer F6. Und die Engine sagt schon Ausgleich, was einiges heißt. Ja, wem es bekannt vorkommt, vielleicht sehr, sehr ähnlich wie die Karo-Kann-Struktur. Ich zeig's mal. E4, C6, D4, D5, Springer C3, schlagen, Springer schlägt und Springer F6. Sehr bekannte Variante, schlägt, schlägt, ist im Moment absolut in Mode, also nur zur Orientierung. Früher war hier Hauptvariante Läufer F5. Genau, und deswegen, es ist eine sehr ähnliche Struktur, deswegen habe ich jetzt auch Springer F6 gespielt. Das wäre jetzt ganz cool gewesen, wenn Weiß geschlagen hätte, hätte ich euch auch einiges dazu erzählen können. Ja, also dann wäre man hier zum Beispiel also in diese Variante gekommen, nach Tauschen, Tauschen, D4. Genau. Okay, kam aber nicht so. In der Stellung hier, Springer G5 und ihr seht, das ist halt einfach absoluter Zeitverlust und die Engine sagt, ey, du musst hier nicht mal H6 spielen, man hätte nämlich auch geschickt spielen können. Springer C6, also im C-Bauen den Weg versperren, jetzt geht es hier wirklich um schnelle Entwicklung und wenn Springer F3 kommt, ein Fehler, H6 steht, weiß direkt total schlecht, weil der Springer muss nach H3 und das ist natürlich gar nichts. E5 zum Beispiel und die Engine sagt schon 0-1, aber als Mensch natürlich schwieriger, aber das wäre, hätte man mit H6 nicht forcieren müssen, weil dann, ja, es steht der Springer jetzt schon besser als gerade eben noch. Das war ein bisschen unnötig. Okay, Läufer G4, D4, E6, H3. Ah, Läufer D3, schöner Zug, habe ich völlig übersehen. Da war H6 dann doch ein Nachteil, jetzt kommt dann gleich G4 und auf Läufer G6, also wenn wir zum Beispiel einfach hier zum Beispiel Springer D7 spielen, G4, Läufer G6 stehen wir richtig schlecht, wegen Läufer schlägt, Bauer schlägt. Das wäre ein cooler Trick, habe ich, also sollte man sehen, ist auch gar nicht so selten, dass man sozusagen dann das G6-Feld auch durch einen Springer oder Läufer nimmt und dann G4 spielt, weil jetzt würde ich halt tauschen, da würde ich nicht diese schlimme Struktur bekommen. Statt Springer BD7 einfach tauschen. Okay, hat aber hier so ganz generell Läufer D3 haben wir einfach eine schöne aktive Stellung und Schwarz steht hier auch laut Engine nach C5 besten Zug auch besser. Springer E2, Springer C6, genauso wie Partie. Wir haben einfach Druck aufs Zentrum und sind auch ein bisschen besser entwickelt und also wegen diesen schlechten Figuren. Unsere stehen auf natürlichen Feldern und dieser Läufer kriegt auch ein gutes Feld. Und jetzt hier Dame B5, das war's nicht. Besser wäre wirklich einfach Läufer F4, Läufer raus
Und dann zum Beispiel eventuell irgendwie Turm D1 oder lang rochieren. Aber auf Dame D5, Dame B5 echt Zeitverschwendung. Dame D5 bester Zug. Meine Idee hier, also auf das Schlagen, einfach den Dame angreifen, Turm D8 und dann fressen. Dame D3 und schlagen nicht so gut wie Springer B4. Krass, was habe ich übersehen? Ich dachte hier Dame C3. Springer E4, natürlich. Krass, krass, wirklich. Das ist super simpel. Wir gewinnen einfach sehr viel Material, weil zum Beispiel auf Dame B3 tauschen und dann die Gabel. Der Springer E4 habe ich nicht gesehen. Aber auch nach Schlagen stehen wir auf Gewinn, aber nicht im Ansatz so präzise wie in der anderen Variante. Läufer C5, Turm D1, E5, ja. Hier alles sehr sauber, lange Rochade, auch bester Zug. G6 war jetzt hier nicht so gut wie direkt E4, aber okay, war ist ein bisschen eine Feinheit. Lohnt sich jetzt nicht hier groß Zeit reinzugeben. Aber ja, ich habe es ein bisschen gemerkt. Also ich meine, hier, das war jetzt nochmal ungenauer. Hier hätte man jetzt Läufer B4 spielen sollen, den Turm mal direkt befragen. Ja, Qualitätsopfer ist es wohl nicht. Also ist es anscheinend besser Zugang. Ich versuche herauszufinden, warum. Läufer D2 schlagen, Springer schlägt, Springer D5. Okay, und dieser Läufer ist weg. Wir haben gar keine Probleme. Haben einfach einen sehr, sehr gesunden Mehrbau und drücken bestimmt irgendwann nochmal E4 durch. In Verbindung vielleicht mit F5 und das ist eine gewonnene Stellung. Das heißt, Läufertausch nicht so gut. Und wenn der Turm einfach zieht, dann Springer D7 und selbe Stellung. Ja, Läufer B4 wäre ganz gut gewesen. Nach Turm DE8 hätte es nämlich den spannenden Zug Läufer schlägt H6, Turm schlägt H6 und G5 gegeben und dann kriegt Weiß den Bauern temporär wieder zurück. Wir stehen immer noch besser. Oder also hier schlagen, G schlägt F6. Hat den Bauer noch nicht zurück, aber hat jetzt eine aktive Stellung und sehr, sehr, sehr viel Druck auf E5. Unser Turm ist gerade ein bisschen deplatziert. Aber okay, hier stehen wir immer noch besser, aber es wären sehr spannende Varianten gewesen, die es hier so gegeben hätte. Okay, aber dieser Tausch war ganz angenehm und Turm E2 wäre ein Einsteller gewesen wegen D3. Schlagen, schlägt. Schlägt zum Beispiel, Turm schlägt und der D-Bauer ist zu stark. Die Springer sind ganz woanders. Habe ich nicht geschalten, habe A6 gespielt, bisschen langsam. Aber also die Stellung ist schon auch gewonnen. Ich glaube, also es war jetzt, die Engine sieht natürlich ganz viele, aber so, es war jetzt nicht wirklich ungenau verwertet, sondern ich glaube, wir standen wahrscheinlich jetzt die ganze Partie auf Gewinn. Ja, und also kann ich mir jetzt nicht riesen Vorwürfe machen für Schnellschachpartie. War auch schön solide gespielt. Oh, okay, hier, was ist hier los? Nee, okay, manchmal ist auch nur Stockfisch 14, aber manchmal gibt es noch Ausschläge, aber hier haben wir einfach die Freibauern und das ist eine gewonnene Stellung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt und wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das Video liked und den Kanal abonniert. Und wenn ihr Lust auf Gruppentraining habt, gibt es ab Montag, dem 12., zwei neue Gruppen. Meldet euch gerne nochmal, falls ihr Interesse habt und wir sehen uns übermorgen. Ciao!